Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die Woche und ich bin jetzt vorerst erstmal da für euch mit der aktuellen Tagesbotschaft. Welche Energie steht denn fürs Kollektiv am heutigen Tag zur Verfügung? Und ich hoffe, dass ich euch da wertvolle Impulse und vielleicht auch Erklärungen reingeben kann. Und ich selbst habe in den letzten Tagen, wir haben das ja so angefangen mit den Tagesenergien, immer am Abend nochmal so Revue passieren lassen, was denn heute so alles los war. Und ich muss schon sagen, dass ich da sehr in Resonanz gehen kann mit den Themen, die am Tisch liegen. Teilweise facettenweise, manchmal gibt es aber auch einen größeren Zusammenhang. Also es lohnt sich wirklich, da in die Reflexion zu gehen. Und es hat schon so seine Sinnigkeit. Und ich freue mich total, dass diese kleine Legung bei euch so einen Anklang findet. Und ich finde halt einfach, es ist was Zusätzliches, Schönes und es geht nicht immer nur ausschließlich ums Liebesgedöns und hast du nicht gesehen. Also herzlichen Dank für euer Interesse und ja, dass ich mit meiner Community, mit euch, mit unserer Community so zauberhaft in den Tag starten darf. Heute machen wir das mit dem Forest of Enchantment Tarot bei Lunaire Weatherstone und bei dem Gilded Reverie Le Normand bei Ciro Marchetti. Also mit diesen beiden Kartendecks. Und natürlich fragen wir auch noch die Mondruhen. Und schon geht's los. So, ich hätte gerne mal so drei Energien, worum es heute geht. Und so eine Tageslegung zählt immer ab dem Moment, wo du reinschaust. Na, also die ist wirklich eine kurzfristige Botschaft. Die macht vielleicht auch sogar gleich Sinn für dich. Und es gibt jeden Tag eine neue, zumindest unter der Woche und zumindest bis Donnerstag, vielleicht sogar bis Freitag. Samstag, Sonntag mache ich Pause. So, worum geht's denn? Hier und jetzt. Okay, da haben wir drei. So. Das war die erste. Ach, da, schau her. Ja, das sind schon mal schöne Grundenergien, weil wir haben hier den Seeker of Visions. Das ist im übertragenen Sinne der Ritter der Kelche. Und es geht darum, hier die richtigen Töne anzuschlagen. In diesem Deck ist er dargestellt mit einer Harfe. Der ist unglaublich empathisch, unglaublich gefühlvoll. Und der weiß, dieses Instrument zu spielen. Also auf so einer Harfe schrubbt man ja nicht rum. Ne? Das ist ja keine Ahnung, wo drauf schrubbt man rum. Keine Gitarre geworden. Wo man dann so, sondern es ist eine Harfe. Man muss hier wirklich achtsam sein. Es geht um Achtsamkeit. Man muss hier wirklich mit ganz viel Feingefühl die richtigen Saiten zupfen. Und deswegen ist am heutigen Tag Empathie vorausgesetzt. Wähle weise die richtigen Worte, schlag die richtigen Töne an. Und du weißt ja, was aus dir herauskommt, kehrt zu dir zurück. Wenn du empathisch bist, wird man auch empathisch mit dir umgehen. Wie rede ich mit meinen Mitmenschen? Wie reden meine Mitmenschen mit mir? Und wenn jemand eben nicht die richtigen Töne anschlägt, dann kannst du diesen Zauber auflösen, indem du es tust. Und dann wird die Energie verändert. Und da es hier um ganz viel Gefühl geht, ist heute auch ein sehr gefühlvoller Tag. Ne? Es ist schließlich auch die Karte der Verliebtheit. Und der Ritter der Kelche, der sitzt hier, ne, also Seeker of Visions, wo sitzt er eigentlich? Unter einem, er sitzt vor so einem Baum und er hegt wahrscheinlich sehr liebevolle Gedanken. Es kann auch sein, dass du heute verstärkt an jemanden denkst oder dass jemand an dich denkt. So. Und das natürlich total liebevoll. Kann auch eine liebevolle Kommunikation dahinter stehen. Und wir haben hier die vier der Stäbe, Four of Spells. Und man bewegt sich hier auf etwas zu, vielleicht auf einen Ort der Begegnung. Das ist die Willkommenskarte. Und zusammen macht das hier schon mal den Sinn, dass hier vielleicht jemand versucht, dich gefühlvoll zu erreichen, weil dir jemand begegnen möchte oder du begegnest jemanden. Das kann ganz einfach ein Mitmensch sein. Natürlich kann sich's auch um deine Liebe handeln. Aber die Liebe hat ja ganz viele Gesichter. Es kann hier ganz einfach eine liebevolle Begegnung sein an einem öffentlichen Ort. Vielleicht fällt dir jemand vor die Füße. Vielleicht ist es auch jemand, den du schon lange nicht gesehen hast, weil er lange für sich mit sich allein war. Und
Ja, auf jeden Fall kommt bei mir deutlich rein, man wird sich sehr freuen, sich zu begegnen. Das Ganze kann natürlich auch auf übergeordneter Ebene sein, dass du über die Öffentlichkeit, vielleicht über Social Media, versucht wirst zu erreichen. Jemand triggert dich ganz sanft an. Eine liebevolle Kontaktaufnahme könnte das sein. Und dann haben wir hier den König der Schwerter, Keeper of Challenges, der hier aber so ein totaler Denker ist. Und es kann sein, dass vielleicht auch jemand darüber nachdenkt, Kontakt zu dir zu suchen. Es kann auch sein, dass jemand liebevolle Energien empfängt, die du aussendest. König kann auch ein Vorgesetzter sein. Es kann, der ist hier unglaublich väterlich. Es kann jemand sein in einer Vaterrolle, alles in Anführungsstriche gesetzt. Für dich ist wichtig zu klären, wer ist dieser König der Schwerter? Es kann natürlich auch jemand sein, der vielleicht hier Gefühle für dich hegt, dem du sehr am Herzen liegst. Ein gefühlvoller Mensch. Durch den Ritter der Kelche kommt er hier ins Gefühl. Es kann auch jemand sein, der vielleicht sehr lange zurückgezogen war, weil der hier ist ja definitiv so in seiner Komfortzone, der aber aus dieser Komfortzone jetzt heraustreten möchte und hier in die Kontaktaufnahme geht. Jemand, der eigentlich sehr im Kopf ist, der jetzt in sein Herz kommt, das kannst auch du sein. Hier geht es auf jeden Fall um total liebevolle Schwingungen. Und diese Person hier ist auch unglaublich weise. Der hat die Weisheit in sich gefunden. Vielleicht hast du auch die Weisheit in dir gefunden. Aber heute ist alles möglich in diese Richtung. Heute kann es um Begegnungen gehen, egal auf welcher Ebene. Die kann öffentlich sein, die kann zufällig sein. Man kann sich in der Öffentlichkeit zufällig begegnen. Das kann aber auch für soziale Netzwerke stehen. Hier wird sanft und liebevoll getriggert von jemandem, der dich vielleicht auch schon länger beobachtet oder jemanden, den du beobachtest. Schau mal für dich, wie es Sinn macht. Es kann auch beidseitig sein. Wir schauen jetzt nochmal in die Lenny-Karten, in den weiteren Verlauf. Auf jeden Fall eine mega schöne Tagesenergie. So kann es weitergehen. Und das, wir haben ja auch den ganz stark zunehmenden Mond. Morgen ist ja Vollmond. Was sagen denn die Lenny-Karten noch ergänzend dazu? Oh, bin ich ja mal gespannt. So. Oh, hier haben wir definitiv Aktion mit dem Reiter. Hier geht es vorwärts. In der Situation bewegt sich was. Möglicherweise bewegt sich hier tatsächlich jemand auf dich zu. Jemand wird aktiv, der die ganze Zeit im Rückzug war. Öffentliche Begegnung oder jemand will dich sehen. Jemand schlägt hier die richtigen Töne an oder du bist dieser jemand. Hier geht es um Verbindung und Verbindlichkeit. Also wenn dieses aufeinander zu bewegen passiert, dann ist das auch verbindlich. Es kann auch für die, die auf geschäftliche Angelegenheiten schauen, was Vertragliches sein. Wenn du vor so einer vertraglichen Entscheidung stehst, dann kann es sein, dass heute ein Vertrag zustande kommt. Man trifft sich und wichtig ist hier, die richtigen Töne anzuschlagen, um das Beste rauszuhandeln. Und die Person, die ist jemand, mit der man reden kann. Das ist jemand, das ist ein guter Zuhörer. Das ist sehr spannend. Natürlich für die, die auf Beziehung schauen, kann es hier wirklich aktiv in Richtung Verbindung gehen. Jemand nimmt Kontakt mit dir auf. Oder du mit jemandem. Und dann haben wir hier noch die Masken. Die Masken stehen ja immer für etwas, was, wo man vielleicht noch nicht ganz Farbe bekennt. Es kann vielleicht sein, dass derjenige, der Kontakt aufnimmt, der hier sanfte Töne anschlägt, sehr vorsichtig ist mit dem, was er von sich preisgibt. Zum Beispiel über das, was er fühlt. Dass die Person, also erstmal so, also mit einer Maske bleibst du ja auch ein Stück weit im Rückzug. Du lässt nicht ganz durchblicken. Es kann auch sein, wenn jemand zum Beispiel dich treffen möchte, dass er einen völlig anderen Vorwand hat, dich zu treffen. Also, dass er nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, indem er sagt, Schnäuzelchen, ich liebe dich so, ich will dir fressen. Ne? Sondern, dass jemand sagt, ja, wie sieht's denn aus? Du, ich hätte mal ein Anliegen an dich, können wir da mal drüber reden? In Wirklichkeit vermisst er dich aber. Ne? Dass er das aber vielleicht noch nicht preisgibt. Die Maske zeigt auch drei Gesichter.
Vielleicht geht es hier auch um drei Personen oder in die Situation, die jetzt für dich Sinn macht, ist eine dritte Person involviert. Ne? Da hätte ich gerne noch mal eine Klärungskarte auf die Maske. Da ist auch schon. Ja, hier wird die Liebe noch nicht ganz preisgegeben. Es macht also Sinn hier. Also hier hat jemand hegt hier möglicherweise sehr herzliche, liebevolle Gefühle für dich. Diese Person vielleicht, die auch du sein kannst. Hier geht es um eine Begegnung. Hier geht es darum, die richtigen Töne anzuschlagen, die richtigen Worte zu finden, aber nicht gleich hier die Hüllen fallen zu lassen. Das ist auch nochmal so ein gutes Stichwort. Die Maske, die da fällt, kann auch die Hülle sein, die da fällt. Wir tragen ja alle Masken. Ja? Wenn wir alles ablegen, was wir an uns haben, um uns zu bedecken, das sind auch unsere Klamotten, ja? Erst dann sind wir nackt. Also hier wird sich nicht nackt gemacht. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Hier geht es wirklich um die reine Herzensangelegenheit. Und bei mir kommt rein, es kann sein, dass du jemandem sehr viel bedeutest. Und dieser Mensch vermisst dich, der würde dich vielleicht auch gerne sehen, dir gerne begegnen, wird aber diese Gefühle nicht preisgeben. Zumindest nicht alles, sondern nur so ein bisschen. Allein, dass er dich treffen möchte, allein das spricht Bände. Und hier liegt definitiv auch die Liebe drin. Die aber auch, für die, die nicht auf die Liebe schauen, die Liebe zu einem Projekt oder zu einer vertraglichen Angelegenheit sein kann. Etwas, was dir sehr am Herzen liegt, das möchte ich dazu sagen. So, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. So, wir wollen mal schauen, welche Rune das Ganze noch abrundet. Okay. Das muss zufällig sein, ich hab's so. Die Runen müssen mir zufällig in die Hand fallen. Oh, heute wird was herbeigeführt, das fällt dir vor die Füße, das soll so sein. Also wenn du mit dieser kleinen Legung in Resonanz gehst, soll es so sein. Es fällt dir mit der Perthro automatisch vor die Füße. Das Schicksal hat hier seine Finger im Spiel. Da bin ich mal gespannt. Etwas kommt auf die Welt, etwas eröffnet sich. Der Tisch wird gedeckt und schau, dass du eine gute Suppe draus brauchst. Ne? Hier so das Kesselchen und das Tischchen. Ich bin sehr gespannt, was der heutige Tag so mit sich bringt, an liebevollen Begegnungen, an liebevoller Kommunikation, vielleicht auch an zufälligen Begegnungen mit der Perthro, ne? Da denkst du an nichts und zack, begegnen sich zwei. Und da ist das Herzlein schon stark getriggert. Ich wünsche euch einen zauberhaften und ich melde mich noch mit einer weiteren Legung. Freue mich über liebe Kommentare und natürlich aus ganzem Herzen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.